Schwarz und Weiß sind die stärksten Farben. Die haben am meisten Power, wenn sie kombiniert sind. Natürlich müssen sie optimal ausgewogen sein, wie zum Beispiel die Notschnitt in Schwarz-Weiß, das heißt schwarz getoppt auf Weiß und ganz wenig Rot gezielt eingesetzt. Eine sehr komplizierte Technik, man nennt es auch Malen mit Sand. Die Kabarettentechnik machen ganz wenige Künstler nur, kombiniert mit einer Kalknadel. Den Farbraum, den Powerraum, Dynamikraum. Und an dieser Wand sind vier schöne Blätter versammelt. Hier ein außergewöhnlich komplizierter Holzschnitt aus Japan. Weißen Wand im weißen Raum, White Cube, der Ruheraum. Hier haben wir ein Ensemble, das wir als satte Schwarztönung präsentieren. Hier eine Monotopie aus Spanien. Hier eine Gouache, weiß, keine Farbe. Und die Farbe wird nicht in die Linien hinein gerieben, wie es bei der Radierung üblich ist, sondern es wird wie beim Linolschnitt drüber gewalzt. Wir haben hier keine rechteckige oder quadratische Druckplatte, sondern der Druckstock ist abgerundet. Das heißt, das hier ist ein Holzstich mit einem feinen Stichel, wie man Kupferstich, wie man ihn beim Kupferstich benutzt, sind hier feinste weiße Linien rausgestochen.